Kultur à la carte. Extra. Und dazu begrüßt sie Christiane Irrgang. Parallel im Radio und im Video-Livestream auf Facebook und auf ndr.de. Denn wie jeden Mittwoch bieten wir Ihnen in unserer Extra-Ausgabe ein Live-Konzert. Wenn Sie die Sendung häufiger verfolgt haben, kennen Sie die große stilistische Bandbreite. Da stehen Klassik, Jazz, Latin, Soul und Weltmusik alle gleichberechtigt nebeneinander. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie am 14. April 2021, also heute, eine Premiere erleben werden, nämlich eine Komponistin, die Sie vorher noch nie gehört haben. Dazu begeben wir uns nach Mecklenburg an den herzoglichen Hof in Ludwigslust im 18. Jahrhundert. Und musikalisch klingt das ungefähr so. Das war ein Ausschnitt aus einer Kantate von Karl August Westenholz, seit 1756 Hofmusiker von Herzog Friedrich dem Frommen, erst als Sänger, dann als Konzertmeister und schließlich als Hofkapellmeister in Ludwigslust. Aber ihm soll diese Sendung nicht gewidmet sein, sondern seiner Frau Sophie. Und dazu begrüße ich zwei Musikerinnen aus Schwerin, die sich vorgenommen haben, diese Künstlerin wieder ins Rampenlicht zu rücken. Die Mezzosopranistin Sophia Maino und die Pianistin Mascha Novoschel. Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Dankeschön. Wir sehen einander übrigens auch nur über Monitore, so wie Sie uns, wenn Sie den Video-Livestream verfolgen. Denn wir sind sicherheitshalber in zwei verschiedenen Studios untergebracht. Und das Größere und Schönere ist den Musikerinnen gewidmet, die uns heute Lieder und Klavierstücke von Sophie Westenholz mitgebracht haben. Damit soll es auch gleich losgehen. Aber Frau Maino, erzählen Sie uns doch bitte kurz noch, wie sind Sie überhaupt auf die Musik von Ihrer Namensvetterin gestoßen? Ja, zugegeben bin ich nicht alleine auf sie gekommen, sondern ich wurde durch den Verleger und leidenschaftlichen Liebhaber von Musik in Schwerin, Reinhard Wohlforst, Dr. Reinhard Wohlforst, auf sie angesprochen. Er hat sie entdeckt und wir haben gemeinsam dann uns an die Sichtung ihres Oeuvres gemacht. Wenn jemand von Ihnen im Laufe der Sendung noch Fragen an die Künstlerinnen oder über Sophie Westenholz haben sollte, schicken Sie uns gerne über den Messenger eine Nachricht. Die will ich dann versuchen, an die beiden weiterzugeben. Aber jetzt geht es erstmal los mit der ersten Musik, einem Morgenlied. Winkt sie mir die sanfte Morgenröte, der Schatten weicht vor ihr zurück. Wie schön ist der Natur, singt mir ein Loblied vor.
eigentlich ein paar Stunden zu spät, aber so streng wollen wir heute mal nicht sein. Und das mit den Blumendüften und den lauen Lüften am Morgen hat ja fast gestimmt. Das war das Morgenlied von Sophie Westenholz, gesungen und gespielt live auf NDR Kultur von Sophia Maino und Mascha Novosel. Viele von Ihnen werden das Schloss Ludwigslust, die Wirkungsstätte von Sophie Westenholz, kennen. Entweder von Fotos oder vielleicht auch von Besuchen. Und vor allem den berühmten goldenen Saal mit seinen Marmorimitaten aus Pappmaché. Frau Maino, Sie stammen ja aus Schwerin. Früher war das ein bedeutendes kulturelles Zentrum, dieses Schloss in Ludwigslust. Heute ist es ein Museum. Versuchen Sie uns doch bitte mal ein bisschen in die Welt von Sophie Westenholz einzuführen. Ja, die Welt von Sophie Westenholz. Ich meine, ich weiß von ihrem Beginn. Sie ist als sehr junges Mädchen, als Zehnjährige bereits in das Haus von Hertel aufgenommen worden, der sich auf Geheiß des Prinzen Ludwig um ihre musikalische Ausbildung kümmern sollte. Und die Vorstellung, dass so ein kleines, junges Mädchen in ein fremdes Haus kommt und dort geschult wird, das stelle ich mir schon sehr aufregend vor und auch eine große Leistung eigentlich, die von ihr von Anfang an erwartet war. Und sie kam auch dann als Jugendliche bereits schon in die Hofkapelle, heiratete sehr jung und ist dann eben an den Hof nach Ludwigslust gegangen, wo sie dort eigentlich den größten Teil ihrer Zeit gewirkt hat, komponiert hat, musiziert hat. Johann Wilhelm Hertel haben Sie gerade genannt. Das ist ja ein Komponist, der uns durchaus bekannt ist. Mecklenburgischer Hofmusiker, dessen Werke wir auch im Programm von NDR Kultur immer mal wieder spielen. Mhm. Ludwigslust, dieser Hof, war damals unter Herzog Friedrich, den man den Frommen oder auch den Guten nannte, ja durchaus ein renommierter Ort für Musiker. Sicherlich, ja. Und es ist auch interessant, wenn man nachschlägt in verschiedenen Werken, wie sich sozusagen die Kapellen entwickelt haben, was man musiziert hat. Ich meine, es hing immer von einem Hof ab, ob Musik und Kultur an einem Ort leben und blühen konnte. Aber wenn man sich, wie gesagt, den Saal, den Sie sehr schön beschrieben haben, vorstellt und große kulturelle Veranstaltungen dort ausmalt, dann war das auf jeden Fall ein wichtiges Zentrum. In was für einem Umkreis kann Sophie Westenholz denn da musiziert haben? Wir wissen, dass sie sehr, sehr nah an dem Hof direkt musiziert hat. Auch mit persönlichem Kontakt zu der herzoglichen Familie, denn sie übernahm im späteren Verlauf ihrer Tätigkeit sogar die musikalische Erziehung der Kinder. Und aus dem Grund wissen wir, dass sie sehr eng im Verhältnis stand zu dem Adligen. Und sie war auch, man sagt ihr eben auch nach, dass sie unglaublich gebildet und liebenswert war und hat sie sehr für ihre Tugend geschätzt. Frau Novosel, wir wissen, dass sie eine namhafte Sängerin war, aber auch eine Pianistin und sogar im Umland, in Norddeutschland, einige Konzerttourneen gemacht hat. Wissen wir, was für Werke sie gespielt hat? Sie war ja eine Mozart-Zeitgenossin. Genau, also man geht davon aus, sie hat auf jeden Fall etliche Mozart-Konzerte aufgeführt, aber auch Werke von Haydn und Pleyel. Und man weiß auch, dass sie ab und zu auch ihre eigenen Werke aufgeführt hat. Also es wurde auch berichtet von einer sehr sympathischen Sonate. Man geht davon aus, dass das tatsächlich vielleicht die Sonate ist, die wir auch heute hören, den ersten Satz, die C-Dur, die Kleine. Kann man aus ihren Werken daraus schließen, wie gut sie als Pianistin war? Also aus den Werken auf jeden Fall. Die Werke an sich sind nicht nur harmonisch sehr exotisch zum Teil, sondern auch technisch anspruchsvoll. Und wenn man davon ausgeht, dass sie sie selber ausgeführt hat, dann muss sie sehr gut gespielt haben. Und natürlich Berichten zufolge, alle haben sie gepriesen eigentlich als eine hochbegabte und virtuose Pianistin. Die meisten Frauen im 18. und auch im 19. Jahrhundert haben ja in erster Linie für den Eigenbedarf komponiert oder eher fürs häusliche Umfeld. Eine ganz rühmliche Ausnahme ist da die Komponistin Emilie Meyer, deren Werke in letzter Zeit wiederentdeckt werden, auch eine Mecklenburgerin, allerdings eine Beethoven-Zeitgenossin. Wie war das bei Sophie Westenholz? Was für Werke hat sie geschrieben? Sophie Westenholz hat 32 Lieder geschrieben, die allerdings tatsächlich zu ihrer Zeit vielleicht eben im Hausgebrauch oder im engeren Kreis gespielt wurden, aber nicht verlegt waren. Doch 12 davon waren verlegt. Und ansonsten ein Klavier-Oeuvre. Genau, also sie hat 3 Sonaten insgesamt geschrieben und dann allerdings ein paar kleinere Werke, also 2 Sonatinen, 2 Walzer, ein Rondo, ein Capriccio.
Die meisten Werke wurden natürlich auch nicht veröffentlicht. Also was veröffentlicht wurde zu ihrer Zeit, waren die Variationen. Also es ist ein ganz kleines Werk. Man geht davon aus, dass sie das vielleicht auch für seine Schüler geschrieben hat. Dann die Sonate zu vier Händen und das Rondo, auch ein eher kleineres Klavierwerk. Und die großen Sachen wie die Sonaten dann eben erst jetzt. Das ist ja toll, dass wir durch Sie jetzt zumindest einige dieser Werke kennenlernen. Wie würden Sie Ihre Bedeutung als Künstlerin einschätzen, kurz zusammengefasst, als Komponistin? Für Ihre Zeit ist es sehr besonders. Also ich finde es unglaublich fantasievoll, wie breit gefächert sie jetzt in den Liedern sich aufstellt. Es gibt Vertonungen frommer Texte, gottesgläubiger Texte, Naturbeschreibungen. Das ist sicherlich auch gängig aus der Zeit, aber es gibt eben auch unglaublich humoristische kleine Szenen regelrecht. Strophenlieder zwar, aber von solch einem Witz und Charme, dass es absolut zeitlos ist. Und wir freuen uns auch darauf, eben diese Bandbreite heute einmal anreißen zu können. Genau, und mit dem fröhlichen, charmanten Teil fangen wir jetzt auch an. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für gleich drei Stücke von Sophie Westenholz. Den ersten Satz aus ihrer Klaviersonate C-Dur und zwei Lieder, Kaffeeschwester und Lied in der Haushaltung, zu singen. Und da sollten Sie bitte mal auf den Text genau achten. Daran werden Sie sicherlich Freude haben. Sophia Maino wird begleitet von Mascha Novosel, die aber jetzt erstmal ihren Soloauftritt hat. Thank you.
Wir ziehen nun unser Zorn heraus, sonst tut der Schelm uns Schaden. Und sei nicht bange, kleine Maus, gleich hätte er am Faden. Der Zorn wird an, der muss heraus, sonst tut der Schelm uns Schaden. Ei, seht, sie macht die Nase kraus, hilft nichts, der Zahn, der muss heraus, und da kriegt Gustchen Fladen. Der Zahn, der muss heraus, und dann kriegt Gustchen Fladen. So recht, du liebe Maus, nun ist er fest, der Faden, und so. Kaffeechen, Kaffeechen, du himmlischer Trank, dir weise sich nicht so mein schönster Gesang. Du wollendes Feuer, das Nerven durchglüht, durch Walle, durch Glühe, begrüß an mein Lied. Kaum bin ich erwacht, mittags die dampfenden Schüssel da stehen, und wenn ich nach Tische ein Nickerchen gemacht, wird wieder das liebe Kaffeechen gebracht. Macht Magenkrampf, Husten und Kopf mir Schmerz, dringt heftig das Blut mir ans Ziel. Richtet die Leute und schlürft Kaffee. Ein Schnäpschen erlaub ich noch eher den Herrn, bisweilen dran bamble ich selber recht gern. Doch allenfalls tu ich darauf noch Verzicht, dir liebes Kaffeechen erstmalig überhaupt auf NDR Kultur zu hören, Lieder von der mecklenburgischen Komponistin Sophie Westenholz. Und das verdanken wir der Sängerin Sophia Maino und der Pianistin Mascha Novosel, die heute bei uns zu Gast sind. Frau Maino, durchglüht Sie eigentlich auch himmlisches Feuer, wenn Sie morgens Ihre erste Kaffeetasse trinken? Also zugegeben bin ich Teetrinker, aber ja, morgens was Warmes zu trinken ist absolut notwendig, ja, auf jeden Fall. Und immer mal ein Käffchen zum geselligen Beisammensein kann ich nicht absagen. Wenn man diese Lieder so hört, müsste man annehmen, dass Sophie Westenholz eine Frau mit viel Humor war. Absolut, mit viel Humor und Geselligkeit und vielleicht auch
Ja, ich denke jetzt gerade dieses Lied mit der Haushaltung, das ist natürlich eindeutig ein Lied, was tatsächlich dort in ihrem vielköpfigen Familienstand zelebriert wurde, kann ich mir regelrecht vorstellen. Denn sie hatte 8 Kinder und da fielen zahlreich Zähne aus. Und manch einer musste dann halt wahrscheinlich gezogen werden. Und das ist sehr witzig. Es hat mir großen Spaß gemacht, als ich die Noten gesichtet hatte. Das war ja alles Handschriften und teilweise kaum zu entziffern für uns in dieser altdeutschen Schrift. Und da gibt es tatsächlich einen Chor der Geschwister und der Vater, die dann alle mit einsetzen dürfen. Der Zahn, der muss heraus. Ich kann Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern von NDR Kultur, nur empfehlen, sich nachher nochmal das Video anzuschauen, denn Sophia Mainu hat diese Lieder wirklich szenisch ganz zauberhaft umgesetzt. Da macht es noch viel mehr Spaß, sie zu hören. Auch wenn streitbare Frauenrechtlerinnen das wahrscheinlich nicht so gerne hören werden, aber eigentlich werden solche Lieder doch nur von Frauen komponiert, oder? Das habe ich mich so noch gar nicht gefragt, aber ich kenne keines von einem Mann. Ja doch, Kaffeelieder gibt es von Mozart. Natürlich, aber jetzt gerade dieses in der Haushaltung ist eben zu der Zeit natürlich zum größten Teil den Frauen überlassen gewesen. Wie kann man sich denn den Alltag von Sophie Westenholz vorstellen? Also Hofmusikerin mit einer Anstellung und gleichzeitig 8 Kinder großgezogen. Aus dem Lied können wir zumindest schließen, dass sie vielleicht eine Köchin hatte, die ihr den Kaffee gebracht hat. Eigentlich würde ich sie am liebsten mal anrufen. Geht leider nicht, um mir das von ihr erklären zu lassen. Ich meine, mit 8 Kindern und sie hat die innerhalb von 10 Jahren bekommen. Das heißt, sie war dauerhaft schwanger und hat entbunden und dann kamen die wie die Orgelpfeifen. Die Kinder, das ist unvorstellbar, wie sie dabei nebenher, also beziehungsweise beides zu vollem Einsatz musizieren konnte und diese Familiengeschäfte erledigen konnte, Erziehung und so weiter, mit unter einen Hut bekommen hat. Erstaunlich, ich kann nur meinen Hut ziehen und ja, ich frage mich das wirklich ernsthaft, denn ich habe ein Kind und natürlich ist man möchte sich dem Familienleben widmen, aber Musik und die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur verlangt auch 100%ige Widmung. Ich kann diese Sachen nicht nebenbei machen. Und es ist wirklich für mich unfassbar und erstaunlich, wie sie das geschafft hat, beides unter einen Hut zu bekommen. Erinnert doch ein bisschen an Clara Schumann. Auch Komponistin, Pianistin, auch Ehefrau eines Künstlers und auch 8-fache Mutter, allerdings, ich glaube, ungefähr 60 Jahre später. Ja, das ist in der Tat wahr. Und auch Clara Schumann ist gereist als Pianistin, wenn ich richtig liege. Und auch die Frau Westenholz hatte tatsächlich dann Reisen unternommen mit ihren Kindern teilweise sogar und hat diese Bildungsreisen verknüpft mit eigener Konzerttätigkeit deutschlandweit, auch in Gewandhaus Leipzig und Kopenhagen, Stettin. Also sie ist wirklich rumgekommen und man kann sie eigentlich als konzertierende Pianistin bezeichnen. Wenn Sie jetzt mal vergleichen, Sie sagten gerade, Sie hätten einen Sohn. Wie ergeht es Ihnen als Künstlerin im 21. Jahrhundert? Oder sagen wir, wie ist es Ihnen bis vor einem Jahr ergangen, als es noch ein normales Künstlerleben gab? Also mein Sohn hat sich sicherlich sehr gefreut, dass ich jetzt mehr zu Hause war in diesem Corona-Jahr. Denn natürlich ist es immer eine große Zerrissenheit. Das erlebe ich auch bei Kolleginnen und Kollegen, diese Kombination hinzubekommen. Letztlich geht es nicht. Es ist immer ein Hintereinander. Wenn ich Theater mache oder auf der Bühne bin, mich auf eine Partie vorbereite, geht es nur 100%ig. Und es interessiert ja auch niemanden, wenn man jetzt auf der Bühne steht, ob man die Nacht schlecht geschlafen hat, ob das Kind gerade irgendwie ein Wehwehchen hatte, einen losen Zahn oder sowas. Und man muss eben dann leisten und da sein. Und gerade diese Schwierigkeiten stellen einen wirklich vor Herausforderungen. Andererseits ist es natürlich auch total schön und bereichernd, ja, wenn man Familie hat und das auch mit in den Beruf einbringen kann, die Erfahrungen damit. Sie waren als Opernsängerin, glaube ich, eine Zeit lang fest angestellt und sind jetzt freischaffend unterwegs. Genau, ich war in Schwerin fest am Haus und jetzt vorrangig an den Theatern Chemnitz, wo ich wunderbare Aufgaben habe und mich wirklich ganz toll entwickeln konnte. Und auch am Theater Flensburg übrigens, um auch ein bisschen im Norden zu bleiben, bin ich auch tätig. Genau. Und was hat Sie vor allem durch die vergangenen 12 Monate getragen? Es gab einmal tatsächlich ein Künstlerstipendium, was innerhalb dieser Corona-Zeit was ich ausschöpfen konnte, eine einmalige Summe. Dann hatte ich das große Glück, hier und da noch kleine schmolzende Konzerte zu machen in kleinerem Format mit Kleinstbesetzung. Das war eine kleine, natürlich wirklich kein Verhältnis zum vorigen
Spielbetrieb eine kleine Stütze und auch wiederum kurze Anstellungsphasen an den Theatern, die natürlich auch irgendwie versuchen, irgendwas zu machen in Form von Rundfunkbeiträgen oder Proben, wie es so schön heißt, auf Halde. Genau, hoffen wir, dass es bald wieder möglich wird, wirklich aufzutreten. Und dann hilft es natürlich sicherlich auch, wenn man so ein Projekt hat, wie sich gezielt mit mecklenburgischen Künstlern zu beschäftigen. In jedem Fall. Und das ist natürlich wirklich auch eine große Sache. Ich möchte auch eigentlich die Gelegenheit nutzen, nochmal dem Reinhard Wulfhorst zu danken. Denn ohne ihn wären auch wir hier nicht. Er hat die Sachen gefunden. Er wird die Lieder dann auch verlegen demnächst im Juni. Er werden sie erscheinen. Und eigentlich sind seine unglaublich beharrlichen und leidenschaftlichen Bemühungen also der Grundstein, um diese Lieder jetzt hier aufführen zu können. Und das ist ganz toll. Und natürlich auch der Rückhalt durch Familie. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Ja. Wie es Ihrer Klavierpartnerin Mascha Novosel ergangen ist, das werden wir gleich hören. Sie hat sich in der letzten Zeit jetzt in den paar Minuten bewusst zurückgehalten, um sich auf ihren nächsten Einsatz vorzubereiten. Wir hören sie nämlich jetzt mit dem zweiten Satz aus der Klaviersonate F-Moll von Sophie Westenholz. Thank you.
Und jetzt sollte Attacca eigentlich der nächste, der schnelle Satz folgen, aber dazu fehlt uns heute leider die Zeit. Heute im Porträt bei NDR Kultur die mecklenburgische Komponistin Sophie Westenholz, eine fast vergessene Komponistin vom mecklenburgischen Hof in Ludwigslust. Und Mascha Novosel spielte gerade den zweiten Satz aus ihrer F-Moll-Sonate. Wir haben ja eingangs schon einen Satz aus ihrer C-Dur-Sonate gehört, Frau Novosel, und die heiteren Lieder danach, jetzt so eine völlig andere Facette dieser Komponistin. Das ist ja wirklich phänomenal. Also ich finde, dieser zweite Satz ist einfach außerordentlich. Ich fand im Gespräch mit Dr. Wulfhorst, ich habe ihn extra gefragt, kann es sein, dass sie irgendwie Zugang zu den Beethovens Werken hatte? Weil diese, also natürlich, jetzt hat man nicht die Gelegenheit, die restlichen Sätze zu hören, aber es ist im Vergleich zu der ersten Sonate in C-Dur hochdramatisch und ganz, also Meilen entfernt eigentlich von dieser Atmosphäre und auch von der Harmonik, wie sie damit umgegangen ist. Und deswegen, das hat mich sehr stark an die Appassionata von Beethoven erinnert. Und dieser zweite Satz besonders, also diesen Motiv von punktiertem Rhythmus, findet man in dem zweiten Satz von Waldstein. Und das ist so ein bisschen nachdenklich und fragend, finde ich. Also es ist einfach so ein meditatives Stück, fast losgelöst von Rhythmik. Also ich finde, man verliert so ein bisschen das Gefühl für die Zeit. Es ist einfach so dieser breite Raum. Und man fragt sich ein bisschen, warum eine Frau, die so komponieren konnte, sich dann auch mit heiteren Walzern und kleinen Salonstückchen abgab oder abgeben musste, möglicherweise, wenn man das von ihr erwartete. Manchmal ist es, glaube ich, auch die Zeit und Bedarf sozusagen. Also wie Haydn hat auch im Hof auch Stücke komponiert, die gewünscht waren. Natürlich, er hatte viel Raum, dann eigene Projekte zu machen. Aber ich gehe davon aus, es ist auch Luxus, nur Sachen zu komponieren, die man sich wünscht. Und vielleicht waren es die kleinen Stücke, die eben besser gefragt wurden. Oder wer weiß, sich hat sie verwendet für die Schüler. Das weiß man nicht genau, die Umstände, ja. Mhm. Drei Sonaten und etliche kleinere Klavierstücke, das haben Sie ja schon erwähnt, sind in der Edition Massono bisher erschienen. Warten da noch etliche Stücke auf Ihre Erweckung aus dem Dornröschenschlaf? Weiß eine etwas von Ihnen über die Quellenlage? Weiterhin zur Westenholz? Ja. Ja, wie gesagt, die Lieder werden erscheinen. Und das ist im Juni der Fall. Natürlich auch wiederum eine Auswahl davon. Und ansonsten ist das Oeuvre sozusagen vervollständigt. Also die kleinen Stücke wurden zu ihrer Zeit veröffentlicht. Das waren aber 3 plus 12 Lieder. Und die Klavierwerke waren jetzt vervollständigt sozusagen mit den Sonaten. Ja, und das ist auch wunderbar, dass das passiert ist. Denn eigentlich kann sich erst an die Stücken, die wir heute hier hören, die volle Qualität der Komponistin zeigen. Mhm. Und erst dann kann auch eigentlich ein Urteil über sie gefällt werden, was anhand der wenigen Veröffentlichungen, die sie ihrer Zeit gemacht hat, überhaupt nicht ausreichend ist. Mhm. Ja. Ich hätte gerne heute noch über einen weiteren Aspekt ihres Oeuvres mit Ihnen gesprochen und habe dazu etwas mitgebracht. Das will ich mal kurz vormachen, wenn es funktioniert. Ich habe hier ein Wasserglas, über das ich mit den Fingern streiche. Ich bin offenbar nicht begabt. Der liebende Ehemann hatte tatsächlich für seine Frau eine Glasharmonika angeschafft, damit, falls sie in späteren Jahren mal nicht mehr so gut singen könne, sie sich immer noch ihren Lebensunterhalt als Hofmusikerin verdienen könnte. Ist von den Werken irgendetwas erhalten? So viel wir wissen nicht. Die sind verschütt gegangen, aber wir haben davon reden hören auch, ja. Also falls eine von Ihnen eine zweite Karriere planen sollte für den Notfall. Das ist gut davon zu wissen, ja. Reden wir noch über Ihre erste Karriere, Frau Novosel. Sie stammen aus Kroatien, sind dann nach Süddeutschland gegangen und haben so etwas wie eine Heimat des Herzens in Mecklenburg gefunden. Genau, also ich habe in Karlsruhe studiert bei Professor Michael Ude. Und bin eigentlich sehr lange erstmal dort geblieben, zusammen mit Sophia dann gearbeitet und sie dort kennengelernt. Und unsere Freundschaft dauert jetzt schon 15 Jahre. Und dadurch, dass Sophia in Schwerin wohnt und von Schwerin kommt, war ich auch
hauptsächlich dann künstlerisch in Norddeutschland tätig. Und wir haben zusammen mit Dr. Wulforst dann etliche Werke wiederentdeckt. Auch die Kükenlieder, die wir dann nächste Woche aufnehmen. Das ist auch ein mecklenburgischer Komponist. Und es ist einfach so eine Schatztruhe, finde ich, wenn man unentdeckte, ungehörte Komponisten wiederentdeckt und denen eine Stimme verleiht. Ich kann Ihnen übrigens verraten, dass wir mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin nächste Woche auch ein Werk von Kücken aufnehmen werden, nämlich eine Ouvertüre. Ja. Ah ja, super. Ja. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob es System hat. Es sind sehr häufig Frauen, die Werke von Komponistinnen ausgraben und wieder aufführen. Was meinen Sie dazu? Kann sein, dass natürlich da ein Interesse besteht. Wir hatten einmal ein Liederkonzert, da waren die Komponistinnen, die Männer vertont hatten, also Männertexte. Die Männer wiederum hatten Frauentexte vertont. Und dabei kam so ein Konglomerat aus verschiedenen Mischungen zusammen, wir auch als Frauen, die das aufgeführt haben. Das ist natürlich total spannend, diese Vermischung. Aber ich glaube, dass Musiker grundsätzlich auch nach etwas suchen, was noch unentdeckt ist. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als etwas kategorisieren, was nur weibliche Musikerinnen machen. Also ich kenne auch männliche Musiker, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, total unbekannte Werke wieder rauszugraben oder auch neu entstandene Werke uraufzuführen. Und natürlich ist der Fundus an unentdeckten Frauen einfach durch die Sachlage aus der Zeitentwicklung größer. Dann lassen Sie uns gemeinsam jetzt noch drei weitere Lieder entdecken. Mhm. Wieder ganz anders geartete. Frau Maino, mögen Sie es noch ein bisschen einführen? Sehr romantische Stücke. Romantisch, auch ein bisschen trübsinnig. Es geht einmal um eine Grabesstimmung, die vorausschaut, dass natürlich nur durch diese eine Pforte man der eigentlichen Heimat zugeht. Ein Schaudern und ein Sinnen darüber. Danach ist ein tröstendes Lied. Nicht zu weinen, denn es ist vergebens zu weinen. Und am Ende werden wir mit einem kleinen kurzen Gesang für die Liebe diesen Block enden. Sophia Maino und Mascha Novosel live auf NDR Kultur.
Liebe schafft Kummer und Liebe beglückt, heißt es in diesem Lied von Sophie Westenholz. Und das Ganze in gerade mal 50 Sekunden abgehandelt. Frau Maino, was mag das über das Eheleben der beiden Westenholzens verraten? Naja, alle Schattierungen sind einmal abgebildet. Dafür blieb nicht viel Zeit bei Beruf, 8 Kindern, Karriere. Ja, und tatsächlich hat er ja leider seine Frau nach 10 Jahren Ehe dann schon verlassen, weil er verstarb und dann war sie alleine mit den Kindern. Ja, und mit ihrer Karriere ging es dann auch nicht ganz so glücklich weiter. Ich habe gelesen, Louis Massonneau hat sie auf sehr unschöne Weise zu verdrängen versucht. Ja, es gab tatsächlich da einige sehr konfliktreiche Situationen und scheinbar war das dann so häufig und immer wiederkehrend, dass sie irgendwann sich mit einem Brief an den Herzog wandt und darin beklagt hat, wie sie von Massonneau, als sie den Takt angeben will, nämlich vom Klavierhocker aus, hat sie also die Leitung als Direktorin sozusagen übernommen, wurde sie eben von Massonneau tatsächlich mit dem Bogen, mit dem Geigenbogen daran gehindert und auf diese Weise, also öffentlich natürlich auch bloßgestellt und diskreditiert. Und das hat sie sehr verletzt und das hat sie also angeklagt, zumal das Ganze sogar im Beisammensein der fürstlichen Herrschaften stattfand. Ja, das hat sie sehr gekränkt und es waren einige Intrigen, einige Kabalen, die sie da aushalten musste. Weine nicht, es ist vergebens, haben wir ja auch gerade in einem ihrer Lieder gehört, sehr passend dazu. Der Einsatz von Sophia Maino und Mascha Novosel für Sophie Westenholz soll nicht vergebens gewesen sein. Was planen Sie denn noch weiteres für diese Komponistin, Frau Novosel? Sind Konzerte in nächster Zeit zumindest absehbar? Ja, also nächstes Jahr werden wir wieder auftreten auf jeden Fall, dann mit vollständigen Sonaten und noch mehr Liedern. Und wir wünschen uns natürlich, dass irgendwann zu einer CD-Produktion kommt, dass wir das einspielen dürfen. Es gibt noch diese dritte Sonate in C-Moll, Sonate aller Sonaten. Mhm. Die würde ich natürlich auch gerne einspielen. Das wäre auch ein wirkliches Anliegen, einfach auch um da natürlich, da ich aus Schwerin komme und aus dem Norden, dass man hier einfach so eine Komponistin wirklich ein kleines Denkmal setzt und auch was vor Ort hätte. Ich meine, wenn man in Ludwigslust flaniert und am Schloss am Café ist und so weiter, dass da einfach solche Musik spielt, die tatsächlich dort aufgeführt worden ist und man hätte was zum Weitergeben aus dieser schönen Region. Ja, und abgesehen davon, wie wird es mit Ihnen beiden künstlerisch im Idealfall jetzt weitergehen können? Naja, nächste Woche haben wir natürlich aktuell wirklich erstmal gut zu tun mit den Liedern von Friedrich Wilhelm Kücken. Und unsere Zusammenarbeit wird sich dann sicherlich auch nochmal auf spätromantisches, auch zeitgenössisches Repertoire umlagern. Und ja, na gut, da muss man natürlich abwarten, was sich ermöglichen lässt unter den momentanen Bedingungen. Sie, Frau Novosel, haben ja als freischaffende Künstlerin genauso unter dem Lockdown gelitten, aber Sie haben noch Klavierschüler. Ja. Ja, ich unterrichte und im Lockdown konnte ich dann hauptsächlich online unterrichten. Natürlich nicht alle wollen das, das ist auch so ein Punkt, aber grundsätzlich kommt man irgendwie über die Runden. Und auf der anderen Seite hat man vielleicht dann auch mehr Ruhe, wenn jetzt nicht immer Projekte nacheinander sind, um sich nochmal neu aufzustellen und künstlerisch neue Sachen zu überlegen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wir drücken Ihnen beiden die Daumen und jetzt bleibt uns gerade noch Zeit für einen musikalischen Abschiedsgruß von Sophia Maino und Mascha Novosel, das Lied aus der Ferne. Wann in des Abends letztem Scheine dir eine
Sophia Maino und Mascha Novosel, vielen Dank, dass Sie heute hier waren bei NDR Kultur à la carte extra und uns die Komponistin Sophie Westenholz nahegebracht haben. Wir danken. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Diese Sendung finden Sie etwa in einer Stunde auch auf unserer Website ndr.de Kultur als Video und heute Abend ab 19 Uhr in der Radiofassung wiederholt. Für heute verabschieden sich Claudius Hinzmann, Bild, Jörg Hanke, Technik und Christiane Irrgang am Mikrofon.